Einen wunderschönen guten Morgen YouTube, einen wunderschönen guten Morgen an meine Abonnenten. Ich habe das Bedürfnis schon seit langem dieses Video aufzunehmen, weil jetzt seit mehr als 6 Monaten kein Video online gegangen ist. Und trotzdem ist der Kanal sehr gut weitergewachsen. Und ich wollte einfach ein Video dafür aufnehmen und dann kurz ein bisschen was erklären. Und für alle, die nicht viel Zeit haben, hier die Kurzfassung. Es geht uns gut. Es liegt nicht an Corona, dass ich keine Videos hochgeladen habe. Es ist alles in Ordnung. Wir sind weder gesundheitlich noch irgendwie wirtschaftlich betroffen. Sind da also einige von wahrscheinlich den wenigen Glücklichen, die dort jetzt nicht wirklich etwas gemerkt haben. Wir leben auch auf dem Land. Es ist sehr ruhig hier und können uns nicht beschweren. Also es liegt, wie gesagt, nicht an Corona. Es war jetzt eher Zufall, dass ich, glaube ich, Mitte, Ende Februar aufgehört habe und kurz danach dann diese ganze Geschichte losging. Aber ganz wichtig, es kommen wieder neue Videos. Ich habe Bock drauf, neue Videos zu machen. Es mangelt mir nicht an Ideen. Momentan nur ein bisschen an der Zeit. Und damit du es nicht verpasst, wenn ich wieder regelmäßig online gehe, aktiviere jetzt die Glocke für diesen Kanal und dann bekommst du dann die Nachrichten, wenn es wieder hier weitergeht. So viel zur Kurzfassung. Wer jetzt dranbleiben möchte, um mehr zu erfahren, hier ist die lange Version. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken für das starke Kanalwachstum während meiner Inaktivität, während meiner Abwesenheit. Wir haben zwischenzeitlich die 3000 Abonnenten geknackt, wofür ich dann einfach leider nicht die Zeit hatte, so ein Abo-Special zu machen. Wir haben dann zwischenzeitlich sogar die 3333 Abos geknackt und liegen jetzt ein bisschen darüber. Danke, 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 danke. Vielen Dank dafür, dass ihr die über 600 Videos, die online sind, weiter geschaut habt. Einige davon mich dann abonniert haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, was war los die letzten Monate? Um es auf einen Punkt zu bringen, auf einen Satz zu bringen, ich musste mich aufs Wesentliche konzentrieren. Das Wesentliche war in dem Fall eben nicht YouTube für mich, sondern Familie und Hausbau bzw. der Bau unserer Garage und der Außenanlage. Was auch bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vollständig abgeschlossen ist, aber wir sind auf einem guten Weg. Ich habe einfach diesen Zeitaufwand enorm unterschätzt. Wir haben damals gesagt, wir möchten Eigenleistung einbringen. Speziell ich habe gesagt, ich möchte viel Eigenleistung einbringen. Alles, was eben nicht mit dem Haus selbst zu tun hat, sondern drumherum. Die Garage speziell so bauen und anpassen, wie ich sie haben möchte, weil es eben kein 0815 für meine Verhältnis ist. Und dementsprechend ging da viel Zeit ins Land. Mehr Zeit, als ich tatsächlich gedacht habe. Und ich führe da ein bisschen Buch drüber und in meiner Excel-Tabelle sind jetzt mittlerweile schon mehr als 500 Stunden Eigenleistung. Und da ist zwar schon ein Ende langsam in Sicht, aber auch immer noch viel, viel zu tun. Und das ist auch ein Fazit, was ich jetzt aus dem Ganzen schon für mich gezogen habe. Diese letzten 1,5 Jahre habe ich vielleicht finanziell nicht so den Fortschritt gehabt, wie ich ihn gerne wollte, wie meine Ziele waren. Aber ich habe Persönlichkeit, also im persönlichen Bereich, mich unwahrscheinlich weiterentwickelt. Ich habe viel dazugelernt. Einerseits komme ich aus einer recht handwerklichen Familie, auch wenn das mein Beruf und meine Arbeit an sich nicht so wirklich zulassen oder zeigen. Und ich wollte viel selbst machen. Sprich, bei der Garage war ich bei jedem Schritt dabei, sei es das Ausheben des Fundaments bis über das Verdrahten der Stahlkörbe, bis dann der Beton für die Bodenplatte reinkam. Ich war bei jedem Schritt dabei, das war mir wichtig, ich wollte da möglichst viel lernen. Ich weiß, dass das eine richtig tolle Erfahrung ist insgesamt. Ich weiß aber auch, dass ich das nur einmal in meinem Leben machen möchte, weil es halt wirklich sehr intensiv ist, zeitlich und halt auch von dem, was man planen und lernen muss, was man sonst halt diesen Firmen überlässt. Und halt jetzt auch im Anschluss dann noch gleich die Außenanlage parallel dazu, weil jetzt der Herbst kommt und man natürlich gucken möchte, dass man draußen nicht mehr so viel im Schlamm rumtritt. Das sind so einfache Dinge, die man jetzt vielleicht dann auch nur nachvollziehen kann, wenn man selber schon mal ein Haus gebaut hat. Und kurioserweise in dieser Zeit, wo man wirklich viel zu tun hat und halt Dinge wie YouTube jetzt erstmal pausieren musste, hat mein Zeitmanagement gelitten. Also man ist tatsächlich so, ich sag mal, für ein paar Monate in die Mittelmäßigkeit abgedriftet, wovon ich jetzt vor ein paar Tagen definitiv die Schnauze voll hatte und gesagt habe, dieses Video muss endlich mal gedreht und werden und online gehen. Und man war halt auch wirklich mal für ein paar Monate halt in dieser Mittelmäßigkeit, in diesem Durchschnitt. Man hat viel geschafft, hätte aber sicherlich auch noch mehr schaffen können und hat sich da so ein bisschen, ja, eingelebt und das passt so gar nicht zu mir. Aber es war für die paar Monate in Ordnung. Ich habe es akzeptiert und das Zeitmanagement ist jetzt schon wieder ein bisschen besser geworden und ich arbeite jeden Tag daran, das noch mehr zu optimieren. Nochmal zurück zum Aspekt der persönlichen Weiterentwicklung. Ich bin mittlerweile etwas über 30 Jahre alt und da sieht man die Dinge etwas anders. Man blickt ein bisschen zurück. Ich bin in diesem Jahr auch 10 Jahre lang selbstständig, rein selbstständig im Internet. Und man lässt halt da Revue passieren, schaut zurück, schaut in die Zukunft, sieht die Dinge halt ein bisschen anders.
geht sie auch in vielen Fällen einfach deutlich ruhiger an. Und wie schon gesagt, das war halt ein Jahr bis jetzt der persönlichen Weiterentwicklung. Die finanziellen Ziele, die ich mir gesteckt habe, werden so nicht in dem Umfang erreicht. Ich bin damit aber vollkommen im Gleichgewicht, weil es, wie gesagt, die Persönlichkeitsentwicklung jetzt dann so im zweiten Quartal anfing, halt sehr stark durchzugreifen, dieses viele, was man gelernt hat. Und man blickt halt eben mit 30 Jahren dann halt auch auf die Dinge etwas anders. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und was ich auch in früheren Videos immer mal wieder erwähnt habe, ist, wenn gerade richtig viel los ist und man aber irgendwie gar nicht so das Gefühl hat, es geht vorwärts oder man hat manchmal auch an manchen Tagen gar nicht viel Motivation, dann ist es manchmal auch wichtig, eben eine Auszeit zu nehmen. Für mich war das beispielsweise, ich habe mit meiner Tochter angefangen, Autocamping zu machen. Also einfach Luftmatratze ins Auto, ein paar Sachen eingepackt, Fernglas zum Beobachten und dann einfach ab in die Natur irgendwo, ohne natürlich irgendwelchen Müll oder Schaden zu hinterlassen. Das versteht sich von selbst. Ich habe auch zum Glück wieder angefangen, einigermaßen regelmäßig Sport zu treiben. Freue mich auf meinen neuen Sportraum in der Garage. Der nimmt auch schon parallel Form an. Obwohl wir schon im Rohbau sind, hatte ich das Bedürfnis, den Boxsack aufzuhängen. Gestern ist die Klimmzugstange gekommen, die neue für die Deckenmontage, weil da hatte ich jetzt, da funktioniert das alte Modell nicht und ich wollte was Robustes, Stabiles haben. Die wird jetzt demnächst installiert. Und einfach so auch mal Auszeiten nehmen und wieder auch ein bisschen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, weil die ist definitiv auch zu kurz gekommen während der ganzen Hausbaugeschichte und so mancher Stress, der sich dann scheinbar nicht vermeiden ließ. Auch da hat man viel gelernt. Ja, und dementsprechend war YouTube dann jetzt erstmal nicht so wichtig für mich. Aber, und das ist die wichtigste Nachricht für euch, ich habe Bock auf neue Videos. Ich habe richtig Lust, neue Videos zu drehen. Ich schreibe mir parallel in einer Liste ständig neue Videoideen auf. Habe auch schon eine Idee für ein neues Format, weil man ja nun gerade jetzt in letzter Zeit besonders viel Gesundheitsnachrichten liest. Und Gesundheit meine ich natürlich Positives. Studien, die halt belegen, dass man dies, das oder jenes öfter tun oder essen sollte. Vielleicht so ein Format über Gesundheitsnachrichten. Und ich will natürlich auch die Qualität der Videos verbessern. Eine andere Kamera unter Umständen verwenden, ein anderes Mikrofon habe ich mir auch schon zugelegt. Da ist also wieder viel testen, bis es dann passt. Ihr hattet ja bei den letzten Videos Anfang des Jahres gemerkt, dass ich dann immer, wenn es um solche Videos ging mit Stichpunktlisten, dass ich die dann einblende und so. Und das nimmt dann, das verdoppelt dann gleich mal die Zeit des üblichen Schneidens am Computer. Aber diese Zeit will ich mir nehmen, um die Qualität der Videos zu verbessern. Und dementsprechend, ich habe da richtig Bock drauf und die Liste der Themen nimmt einfach kein Ende. Aber ich bitte euch noch um ein bisschen Geduld. Ich möchte erstmal in erster Linie das draußen, die Garage und die Außenanlage abschließen, sodass ich damit zufrieden bin. Und ich schätze jetzt, das ist eine ganz grobe Vermutung, dass ich gegen Ende des Jahres wieder dann regelmäßig mit Videos anfangen werde. Aber wie gesagt, nur eine ganz grobe Schätzung. Eventuell geht es auch erst im neuen Jahr wieder los, sodass ich sage, jetzt starte ich durch. Deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig, dass ihr die Abo-Glocke aktiviert. Und ich bin nicht weg vom Fenster. Es ist alles gut, es ist alles in Ordnung. Ich persönlich oder wir als Familie können uns nicht beschweren über die aktuelle Situation und über die Beschränkungen. Da kann man sicherlich auch drüber diskutieren. Da habe ich auch für mich lange überlegt, mache ich Videos zum Thema Corona. Ich habe viel gelesen in dieser Zeit. Also auch da sind viele Stunden ins Land gegangen. Haben mir alles angeschaut, was so da war von beiden Seiten, von Kritikern wie Befürwortern der ganzen Maßnahmen. Habe vieles gelesen. Bin nicht mit allem hundertprozentig einverstanden, aber es ist halt so eine dezente Zwickmühle, dass man ja auf der einen Seite nicht wirklich selbst davon betroffen ist, aber andererseits kann ich Menschen verstehen, denen durch die Maßnahmen schlagartig die Existenz genommen wurde, die auf einmal richtig zu kämpfen hatten. Und ja, es ist für viele sicherlich nicht einfach. Wir dürfen und können uns nicht beschweren. Das wären Wohlstandsprobleme im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, bei dir sind alle gesund geblieben. Es hat euch nicht so hart getroffen, die Maßnahmen, dass ihr gesundheitlich und finanziell weiterhin gut dasteht. Wünsche euch da alles Gute und bedanke mich nochmal ganz herzlich für die vielen neuen Abos, die ich jetzt noch gar nicht wirklich kennenlernen durfte, weil ihr hattet ja noch keine neuen Videos zu kommentieren. Das habt ihr vielleicht bloß gemerkt. Alte Videos habe ich immer wieder mal kommentiert noch. Da bin ich dran, da bin ich für euch da. Und wie gesagt, ich bin auch bald wieder für euch da mit neuen Videos. Und bis dahin wünsche ich euch eine super gute Zeit. Bleibt gesund, maximale Erfolge. Wir sehen uns bald wieder und ich freue mich jetzt auf die Kommentare unter diesem Video. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.